Hallo Lieben, hier ist der Björn. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt ist das erste Einkaufsvideo, nachdem ich jetzt meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt habe. Ich muss sagen, die Kamera mit dem Weitwinkelobjektiv und dem Mikro und alles drauf ist höllisch schwer, merke ich jetzt in meinem linken Arm. Ich breche zusammen. Ja, den Einkauf seht ihr gleich. Vorher würde ich euch noch bitten, die Glocke auf YouTube zu abonnieren, damit ihr auch immer schön die neuesten Videos von mir seht, denn leider kriege ich mehr Abonnenten dazu, aber die Views werden nicht mehr, beziehungsweise die sinken sogar. Und das liegt wohl daran, habe ich jetzt von drei Leuten gehört, dass diese Glocke nicht aktiviert wurde und YouTube denen trotz Abo-Box die Videos nicht gezeigt hat. Deswegen Glocke aktivieren, Support ist kein Mord und so. Vielen Dank und jetzt geht's zum Einkauf. Meinen Einkauf. Oh, das sind ungesunde Getränke. Ja, und zwar war ich ja heute ein bisschen im biomäßig einkaufen. Was heißt biomäßig? Ich habe mir ein paar Sachen geholt, unter anderem Sachen, die ich sonst nicht hole. Das ist jetzt mal hier so Räuchertofu. Zwei Stück. Da wollte ich mal heute Abend so einen Flammkuchen mitmachen. Mal testen. Das sind ja die Standardsachen hier. Dann Ingwer war alle ganz schlimm. Dann Brombeeren gab es heute. Super lecker. Eine große Dose Heidelbeeren. Perfekte neue Chiasamen. Mandelmilch natürlich. Ja, Bananen. Auberginen, Zwiebeln, Apples, Tomaten. Agavendicksaft ist jetzt auch ganz neu. Den gibt es sonst nicht immer bei mir. Das will ich jetzt mal probieren. Wie gesagt, ich stelle mich jetzt mal langsam um. Paranusskerne. Ja, ich hatte nur Mandeln. Und jetzt nehmen wir Paranusskerne. Kann man auch mal brauchen. Rote Linsen. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Das sollen gute Lieferanten sein. Testen wir mal. Bioleinsaat. Ich glaube, ich habe irgendwo noch die Packung rumstehen. Wahrscheinlich habe ich es dann doppelt, aber das hält sich ja eine Weile. Dann habe ich dazu geholt Bio-Kräuter, Meersalz, sieht man es. Ist das sogar vegan? Ne, oder? Ist ja auch egal. Dann habe ich Brotaufstrich, Kräutertomate, Bio. Der war doch vegan. Ja, vegan und glutenfrei. Da bin ich mal gespannt. Dann habe ich hier Pesto-Basilico und das ist sogar vegan. Da habe ich das mal mitgenommen. Ich wollte einfach mal wissen, wie das schmeckt. Ich meine, im Endeffekt sind es ja nur Kräuter. Gewürze und Olivenöl, ja, Basilikum. Sojasauce hatte ich keine mehr, darf natürlich nicht fehlen. Passend zu Sojasauce habe ich natürlich auch die Sprossen mitgenommen, die werde ich dann morgen spätestens verkochen müssen, ja, auf jeden Fall. Blätterteig heute Abend noch für die Flammkuchen. Vollkornspaghetti, normalerweise esse ich die normalen Spaghetti, aber jetzt Vollkornrote Dinger, ja, sie sind eingepackt, gab es nicht einzeln, ist halt so. Die Eiweiß-Mixkiste, so Brot habe ich mir mal geholt und da habe ich mir gleich das Bio-Nuss-Nougat, vegan sogar, drauf geschmiert. Ich muss mal sagen, ich habe schon mal aufgemacht. Oh Gott, ist das schwierig mit einer Hand. Ich habe schon mal aufgemacht und ein bisschen drin rumgestochert. Das ist ein bisschen wie die herbe Schokolade. Dann haben wir natürlich noch hier Veggie-Mix pur. Ich glaube, das ist eine Brühe. Macht man Brühe daraus? Ja, daraus. Blabla, zum Verfeinern von Soßen. Ach, ist das einfach nur Würzen? Nee, ist. Ach, keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt mir das mal. Ich dachte, das wäre eine Brühe. Was steht es denn hier nicht drauf? Zum Verfeinern von Soßen, blabla. Als Basis für natürlichen Gemüseform. Mit Wasser. Ach so, in Wasser. Ja, dann passt es doch. Ist es doch sowas. Dann Cashewmus habe ich geholt. Kenne ich gar nicht. Ich kannte Erdnussmus. Ja, Cashewmus brauche ich heute Abend mit dem Tofu zusammen und den Zwiebeln, den roten, für meine Flammkuchenversuch. Dann habe ich noch Mandelmus. Ich habe jetzt so ein Kochbuch mir mal geholt, beziehungsweise so ein Buch, wo ein bisschen was drinsteht. Mit dem Umstieg bei der Ernährung, natürlich kann man sich da helfen lassen. Ich habe auch viele tolle Tipps von euch bekommen und auch viele Buchempfehlungen. Daher rührt das dann. Ja, da bin ich mal gespannt. So, das ist halt jetzt. Das, was ich so gekauft habe, in 2, 3, 4 Tagen ist wahrscheinlich viel, ja okay, viel nicht davon verarbeite ich gerade. Ich meine, gerade solche Sachen oder Chiasamen und Linsen, das ist dann jetzt ein Kauf, der ein bisschen länger hält oder das Cashewmus. Ich hoffe, dass das nicht so schnell leer geht. Ich bin aber gespannt, wie das vegane Basilikum Pesto schmeckt. Also da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, ob ihr das schon mal probiert habt. Ja, und als Getränk Almdudler, zuckerfrei. Mein Gott, ich hatte auch mal Durststoff, was Tolles. Ich trinke ja sonst nur immer Wasser, wie ihr wisst. Das Wasser, das filter ich mir immer. Und dann sprudel ich mir das mit dem Sodamaxe, ne? Gut, ja, das war jetzt der Einkauf vom Wochenende. Mein neuer
Weg ins vegetarische Leben, sage ich mal, startet hiermit. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich für mich schon, vielleicht ist es eine Kopfsache, eine Einbildung, ein bisschen geschwitzt hier, es ist ganz schön warm draußen, eine Einbildung, aber ich fühle mich schon ein bisschen anders. Es mag doof klingen. Wie lange esse ich jetzt kein Fleisch? Eine Woche oder so? 5, 6, 7 Tage? Ja, 7 Tage wären in der Woche. Aber ich fühle mich ein bisschen, als ob ich leicht mehr Energie hätte oder so. Es mag doof klingen. Ich habe beim Rauchen damals auch gedacht, hey, du fühlst dich besser, wo ich aufgehört habe. Damals war es so. Und ich denke, solange ich das im Kopf habe und mich so besser fühle, mein Gott, ob es dann wirklich so ist oder nicht, ist scheißegal. Hauptsache, man fühlt sich besser. Gut, das war das kleine Einkaufsvideo für die Woche. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auf Instagram. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann bitte machen und das Glöckchen aktivieren. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.